Schuldvoll am 13.05. geboren. Züchter und Besitzer Hans-Jörg Rissler aus Niederbach. Dachsbub wiederum auf der Vaterseite. Die auf der Mutterseite die Staatsprämienstudie Dina Violet. Hat eine Leistungsprüfung abgelegt von 8,44. Ein ganz wertvoller Studienstamm in der Schwarzwälder Zucht. Ängste gab es aus dieser Studienlinie. Staatsprämienstudien auch. Im Katalog ist das wunderbar beschrieben. Thank you.
So, die 8, Unica de la Fee heißt dieses Stubfohle von Gaxbub aus Berlin, die Nadiolie Staatsbremse Leistungsstute auf Frucht momentan direktgezogen. Schöner, Zug erfolgreich mit deutschen Stubenstamm von Mainz wird Rissler dahinter. Ein Fohlen, das natürlich schon mal durch seine dunkle Farbe auffällt. Für ein Stubfohlen dürfte es aber so ein bisschen mehr femininen Ausdruck haben. Eher leicht gebaut und mit sehr feinem Fundament ausgestattet, aber bewegungsmäßig ist es überschrittlich heute aufgetreten, Schritt geregelt, 30 Meter im Hauptschritt, aber das war schön auf der zweiten Runde, vor allem leichtfüßig, auch sehr beweglich, deutlich abfußend, gute Haltung, Bewegung 9, der Rest 8, gibt es Spitze Silber 4, Monika Donati. Dankeschön.